Ich habe heute ein ganz, ganz neues Auto für euch, und zwar das neue GLE Coupé, also die Modellpflege. Und wir wollen heute mal das Neue mit dem Alten vergleichen, also mit dem jetzt aktuellen, und schauen mal, wo dort die Unterschiede liegen. Und ich würde sagen, damit starten wir genau jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche zwei neue Videos, und zwar eigentlich immer ein Tippvideo, eine Neuvorstellung oder vielleicht auch einfach nur eine Fahrzeugvorstellung von einem bestimmten Auto, was wir für euch vorgestellt oder was wir für euch bereitgestellt haben. Und ja, wenn euch das gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, also abonniert unseren Kanal, lasst einen Daumen hoch da, und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal diese beiden wunderschönen Fahrzeuge an, und da sehen wir schon gleich auf den ersten Blick, dass sich da etwas verändert hat. Ich mache mal ganz kurz das Licht bei dem auch an, denn ich glaube, dann kann man die Scheinwerfer besser erkennen. Ha. Da haben wir nämlich schon unseren ersten großen Unterschied. Natürlich das neue Scheinwerferdesign. Hier bei beiden Fahrzeugen das LED-Multibeam-Licht. Aber hier haben wir unsere zwei Augenbrauen, die wir kennen, wo man immer daran erkennen könnte. Zwei Streifen heißt eigentlich so gesehen E-Klasse oder Baureihe E. Hier ist es so, dass wir tatsächlich auch eine Augenbraue habe und zwei LED-Leuchtpunkte, würde ich sagen. Aber auch zwei beim GLS müssten es dann ja theoretisch eigentlich drei sein. Wir werden sehen, wie der neue GLS dann aussieht. Ansonsten wirkt das natürlich schon etwas frischer. Hier beim linken haben wir das Night-Paket. Hier beim vorherigen haben wir das Nicht-Night-Paket. Und da sieht man auch ganz gute Unterschiede. Aber liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir natürlich auch hier ein neues Stoßhänger-Design haben. Das heißt, wir haben hier die schwarze Leiste, also diesen Wing, nochmal mit hineingenommen. Die Aerodynamik wird natürlich verbessert, wenn hier die Luft einströmt. Vorher war es so, dass sie ebenfalls hier durchgeströmt ist, aber dass wir hier an der Seite so einen kleinen Schlitz haben, wo es wieder rauskommt. Jetzt ist es so, dass die Luft hier vorne reingeht und auch kurz vorm Radkasten oder kurz vorm Rad wieder rauskommt, ohne dass wir, ja, ich sag mal, ein Loch in der Stoßstange haben. Des Weiteren natürlich der neue Kühlergrill. Vorher war es immer der Kühlergrill oder der AMG-Kühlergrill mit den Diamantpins. Diese Diamantpins sind jetzt zu Stern geworden. Also wir kennen es schon eigentlich aus vielen Baureihen, dass dieser Pin-Grill jetzt immer zu dem Mercedes-Benz, ich glaube, man nennt das Stern-Pattern geworden ist, dass man überall diese kleinen wunderschönen Sterne hat. Und natürlich die Lamelle im Kühlergrill hat sich auch leicht verändert, kann man auch ganz gut sehen. Ansonsten, ich glaube, ihr seht das von da aus besser. Wichtig noch, wenn wir mal über die Motoren sprechen, wir haben jetzt eigentlich alle Motoren elektrifiziert. Das heißt, auch die Dieselmotoren haben ein 48 Volt Bordnetz, dementsprechend eine Boost-Funktion und natürlich auch die Möglichkeit, mit ausgeschaltetem Motor zu segeln und auch bei einem normalen Verbrenner dann tatsächlich, ich sag mal, Kilometer zu fahren, ohne mit oder dass der Motor angeschaltet ist. Wir haben aber jetzt hier zwei Plug-in-Hybride. Eigentlich ganz gut zu vergleichen, denn dann haben wir keine großen Kofferraumunterschiede und können den direkten Vergleich ziehen zwischen alt bzw. aktuell und neu. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die beiden Autos mal von der Seite an, ob sich dort große Veränderungen ergeben haben. Und dafür drehe ich mal die Fahrzeuge. Ich habe die Fahrzeuge für euch gedreht, und wie wir sehen, sehen wir einen gar nicht so großen Unterschied. Das Schöne ist, wir können jetzt hier bei den beiden Fahrzeugen mal sehen, was das Night-Paket eigentlich alles beinhaltet. Sprich die Leisten und die Fenster rum, Spiegel, Felgen. Wobei wir da auch schon beim nächsten Punkt sind, und zwar die Felgendesigns. Gibt es jetzt neue, es gibt zwei neue Felgendesigns. Und zwar war es ja immer so, dass wir vorher beim Night-Paket immer nur die Felgen mit schwarzen Betten kriegen konnten und die Front dann Glanz gedreht. Hier sehen wir es ganz gut. Und jetzt ist es so, dass wir die Felgen auch jetzt mal in komplett schwarz bekommen können. Auch mal eine ganz schöne Abwechslung, und ja, es wirkt auf jeden Fall frischer. Ansonsten, wenn wir schon an der Seite hier stehen, dann würde ich noch was zu den Farben sagen. Es gibt zwei neue Lacke, und zwar Alpin Grau Uni. Also das ist so ein Unilack, grauer Unilack. Einige haben es vielleicht von euch schon gesehen. Und tatsächlich für den GLE jetzt auch Sodalit Blau, also ein dunkles Blau. Gab es zuerst auf dem EQS, jetzt mittlerweile auch schon bei der C-Klasse und nun auch bei dem neuen GLE. Was noch wichtig ist, da wir jetzt ja hier bei beiden einen Plug-in-Hybrid haben, sehen wir ganz schön, dass es vorher noch eine EQ-Power-Plakette gab. Die ist jetzt nicht mehr vorhanden. Und was neu gekommen ist beim neuen GLE Coupé als Plug-in-Hybrid: wir hatten ja vorher immer einen 7,4 kW Bordladern-Serie. Jetzt können wir mittlerweile in Serie mit 11 kW laden. Das heißt, wir könnten dann theoretisch, wir haben eine Batteriekapazität von 30 kWh, in ungefähr 3 Stunden das Auto an der Wallbox vollladen und hätten dann eine Reichweite von
über 100 Kilometern. Also wirklich schon annehmbar für so ein Plug-in-Hybrid. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Kleiner Einschub, ich habe natürlich wie immer etwas vergessen. Hättet ihr mir sicherlich aber in die Kommentare geschrieben. Und zwar sehen wir es auch ganz gut hier, dass das neue GLE Coupé jetzt vergrößerte Bremsscheiben oder sportlichere Bremsscheiben an der Vorderachse hat, die dann auch, ich sag mal, sozusagen gelocht sind oder angedeutet gelocht sind. Im Unterschied kann man es ganz gut sehen und ich finde, das kann sich schon sehen lassen und sieht doch etwas sportlicher aus. Damit lasst diese beiden Fahrzeuge mal auf euch wirken. Wenn euch sonst noch Unterschiede auffallen, die ich vielleicht übersehen habe oder die ihr sogar wisst und ich nicht weiß, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir drehen jetzt die Fahrzeuge und schauen uns das Ganze mal von hinten an. Wir haben die Fahrzeuge wieder gedreht und auch hier seht ihr natürlich die Typenkennzeichnung. Hier haben wir ein GLE 350e und hier ein 350DE, also im Endeffekt zwei verschiedene Motoren. Aber da hat sich nicht viel verändert, auch bei der Motorisierung nicht. Was wir aber sehen, ist, dass wir ein neues Rückleuchtendesign haben. Vorher war es ja immer so SUV-typisch so, dass wir zwei Kreise hatten, die immer darauf hingedeutet haben, dass vor uns ein SUV fährt. Jetzt sind es, Lichter mit 3D-Optik im Innenleben. Also auch sehr schön dargestellt und sieht sehr weich aus. Ansonsten ist es tatsächlich relativ ähnlich geblieben. Hier haben wir natürlich auch wieder optisch das Night-Paket, deswegen ist die Leiste hier unten schwarz und hier haben wir das Ganze in Chrom. Kofferraumtechnisch gucken wir auch mal rein. Natürlich Easy Pack Heckklappe in Serie. Bei beiden ganz klar. Achso, ich habe noch was vergessen. Hier haben wir eine kleine optionale Abrisskante, die wir natürlich da auch auswählen können. Ja, Kofferraum auch größentechnisch nicht verändert. Beim Plug-in-Hybrid haben wir keinen zweiten Boden, also keinen Platz mehr unter dem Kofferraumboden. Aber trotzdem auch hier angenehm einzuladen, obwohl die Ladekante hier zu finden ist. Wenn wir die jetzt mal umklappen, haben wir doch trotzdem noch eine ganze Menge Platz im Auto. Ich mache das mal eben ganz kurz. So. Andere Seite auch. Das können wir übrigens rausnehmen hier. So. Und auch direkt hier vorne verstauen. Die Taschen packen wir mal zur Seite. Und dann sehen wir, dass hier doch ausreichend Platz zur Verfügung steht. Ich würde sagen, bei einem Auto reicht das jetzt. Aber so habt ihr schon mal gesehen, wie das Ganze jetzt von hinten aussieht, wie groß der Kofferraum wirklich sein kann. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wir gehen gleich mal in den Innenraum und schauen mal, was sich da verändert hat. Denn da gibt es eine ganz kleine, aber feine Veränderung, die mir extrem gut gefällt. Und ich bin mir sicher, dass da nicht nur ich drauf gewartet habe, sondern auch tatsächlich ganz viele Leute von euch. Übrigens, beim GLE Coupé ist die AMG-Line in Serie und wenn wir dann auch das AMG-Interieur dazu haben, dann haben wir da eine kleine, aber ganz feine Ausstattung und die gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe Platz genommen im neuen GLE Coupé und das Erste, was mir auffällt, ist auch das Wichtigste, was ich euch zeigen möchte, denn wir haben hier natürlich dieses wunderschöne neue Lenkrad mit den 6 Speichen und was ganz, ganz, ganz besonders daran ist, dass wir in Serie bei der AMG-Line die Airbag-Abdeckkappe jetzt endlich in Ledernappa überzogen haben. Ich finde es grandios. Ich finde, das sollte eigentlich in fast jedem Auto eingeführt werden. Denn es macht einfach viel mehr her, wenn das hier beledert ist und nicht in Kunststoff genabt ist. Finde ich super. Endlich eine Ausstattung, die mir extrem gut gefällt und die man immer als Fahrer sieht. Aber gut, wir wollen uns nicht nur das Lenkrad anschauen, was ja natürlich wunderschön und neu ist, sondern wir haben natürlich auch hier das neue MBUX-System, also die NTG7 verbaut. Bildschirmtechnisch hat sich da nichts verändert, aber das, was da drin angezeigt wird, ist natürlich neu. Wenn wir jetzt hier mal ins Tacho schauen, dann können sich vielleicht einige von euch erinnern, dass wir beim vorherigen GLE oder beim vorherigen MBUX-System alles verstellen konnten. Das heißt, wir konnten hier den Inhalt verändern in der Tube, in dieser Tube und wir konnten eigentlich das Ganze extrem gut individualisieren. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Ich muss aber auch sagen, dass es vielleicht sogar etwas übersichtlicher geworden ist. Denn wenn ich hier links am Lenkrad aufs Haus tippe, dann kann ich einfach meine Hauptstile auswählen
und habe hier so zwei Menüleisten. Die obere Leiste wäre fürs Head-Up-Display, dass ich dort die Informationen einstelle, die ich sehen möchte. Ich bleibe mal bei Standard. Und die untere Leiste wäre dann für das Tacho, dass ich einmal sagen kann, ich möchte das Ganze sportlich auswählen oder ich möchte das Ganze dezent haben, dass wir wirklich ein Minimum an Informationen angezeigt bekommen. Oder aber ich kann jetzt auch immer die Navigation in Vollbild anzeigen lassen und auch hier könnte ich, wenn ich Mercedes Me aktiviert hatte, auch die Satellitenkarte anzeigen lassen, sodass ich dann quasi eine, ja, ich würde mal sagen, Google Earth Ansicht habe. Auch sehr, sehr schön. Und natürlich kann ich mir die Assistenz noch hier in Vollbild anzeigen, wo dann auch die Fahrzeuge um mich herum angezeigt werden würden. Oder aber auch hier noch das Offroad-Menü mit allen Informationen, die man im Offroad so benötigt, sprich Lenkwinkel oder Gaspedalstellung oder vielleicht auch die Höhe, auf der ich mich gerade befinde. Und natürlich dann auch das Service-Menü, wo wir dann auch alle Informationen sehen können und wo auch sehr schön und sehr detailliert hier mein Fahrzeug dargestellt wird. Das gefällt mir sehr. Bevor wir uns jetzt das neue MBUX-System angucken, habe ich noch einen wichtigen Punkt zum Lenkrad, denn vorher gab es ja den Spurhalteassistenten, der durch einen einseitigen Bremseingriff mich wieder in die Spur gezogen hat. Das heißt, wenn ich jetzt rechts die Spur überfahren habe, wurden die linken beiden Reifen ausgebremst und damit wurde ich ruckartig zurück in die Spur gezogen. Jetzt ist es so, dadurch, dass wir das neue Lenkrad haben mit der kapazitiven Hands-off-Erkennung, braucht das Lenkrad nicht mehr eine Bewegung, um zu wissen, dass ich da bin, sondern es reicht, dass ich meine Hand am Lenkrad habe und das Fahrzeug dadurch merkt, dass ich dann wirklich noch die Hände am Lenkrad habe. Und dadurch ist auch der neue Spurhalteassistent zustande gekommen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Spur überfahre, dann werde ich nicht mehr einseitig ausgebremst, sondern das Fahrzeug macht einen kleinen Lenkeingriff und würde mich dann wieder zurück in die Spur führen. Auch der aktive Parkassistent ist wieder jetzt in vollem Umfang im neuen GLE zu bekommen. Hier seht ihr wieder, wie es aussieht, wenn ein Bildschirm benutzt worden ist. Und dafür haben wir natürlich den MeinAnders TV Display Reiniger. Den findet ihr bei uns im Shop unter www.meinanders.tv oder auch direkt unter dem Video. Und der funktioniert folgendermaßen. Einfach kurz sprühen und schon könnt ihr jegliche Fingerabdrücke von eurem Bildschirm entfernen. Und jeder, der ein Touchscreen hat, der weiß, wie schnell das geht und wie dreckig so ein Bildschirm sein kann. Jetzt aber los geht's mit dem MBUX-System. Ich muss sagen, dass mir vorher, wir blenden es mal hier oben ein oder wo immer, dass mir vorher das Menü etwas besser gefallen hat, weil es etwas detaillierter war. Nichtsdestotrotz ist es aber schön geworden, dass wenn wir jetzt in die Navigation zum Beispiel gehen, wir unsere Zero-Layer-Optik haben. Das heißt, ich kann im Endeffekt meine Navigation als dauerhaften Bildschirm benutzen, denn ich habe alle Informationen angezeigt. Hier oben würde mir die aktive Zielführung angezeigt werden oder wo ich halt hin möchte, plus die Einstellung, die ich vornehmen kann. Hier unten habe ich immer das Radio oder die Medienquelle, die gerade abgespielt wird. Dann habe ich hier das Telefon, natürlich immer, wenn eins gekoppelt ist. Und dazu würde mir das Fahrzeug hier links neben auch Vorschläge machen und diese Leiste so ein bisschen verkleinern und dementsprechend mir zum Beispiel sagen, alles, was ich oft tue, mir hier anzeigen. Zum Beispiel, wenn ich nach dem Start die Sitzheizung anmache, da würde er mir sagen, möchtest du nach dem Start zum Beispiel Sitzheizung anmachen? Oder ich mache beim Aussteigen des Fahrzeuges oft den Kofferraum auf, dann würde er mir hier einen Punkt hinlegen, wo ich den Kofferraum mit öffnen könnte. Oder aber auch vielleicht einfach nur Kontakte, die ich oft anrufe, mir hier als Favorit legen. Also wirklich eine schöne Sache. Und so kann ich dann, wie gesagt, die Navigation dauerhaft offen lassen. Und natürlich, wie auch vorhin schon gesagt, gibt es hier nicht nur diese Ansicht, die wir hier sehen, sondern tatsächlich auch die Satellitenkarte. Aber so viel schon mal zum Navi. Wenn wir jetzt mal ins Hauptmenü gehen, dann haben wir auch einen neuen Menüpunkt. Und zwar, ja gut, Apps war vorher auch schon da, aber hier hätten wir jetzt zum Beispiel die Galerie, denn das Fahrzeug würde mit Hilfe der Einbruch die Warnanlage, also das Urban Guard 360-Paket auch Kollisionsfotos machen. Würde bedeuten, wenn ich jetzt mein Fahrzeug abstelle, die Alarmanlage aktiv ist, wenn ich es abgeschlossen habe und jemand an mein Auto fährt, würde das Fahrzeug hier die Fotos speichern, die das Auto gemacht hat, wenn jemand unser Auto beschädigt hätte. Auch eine gute Funktion. Ansonsten können wir ja auch zum Beispiel noch Spiele spielen, theoretisch. Unter dem Menü Komfort haben wir auch eigentlich das vorherige, oder wir hatten es vorher auch schon, die Sitzkinetik, Ambientebeleuchtung, natürlich auch Energizing Komfort ist eine ganz schöne Ausstattung, die tatsächlich alle wichtigen Funktionen vereint, wie zum Beispiel Ambientebeleuchtung, Massage, vielleicht Beduftung, Geräusche,
und die Klimatisierung. Und was besonders ist, jetzt bei jedem Plug-in-Hybrid mit Energizing Komfort, upsala, habe ich auch die Möglichkeit, das Programm PowerNap zu nutzen. Das heißt, wenn ich an der Ladesäule stehe, dann kann ich sagen, ich möchte während des Ladevorgangs eine Pause machen. Und wenn ich jetzt hier auf PowerNap gehe, dann kann ich jetzt mal starten. Und dann wird mein Sitz sich gleich in die Liegeposition fahren. Ah, Auto muss aus sein. Und was er macht. Okay. Ich kann es jetzt zum Glück nicht zeigen, oder? Nein. Ich habe keine ausreichende Batterieladung, weil das Fahrzeug tatsächlich ein Ausstellungsfahrzeug ist und dementsprechend vielleicht nicht mehr ganz geladen ist. Aber gut, lassen wir das weg. Wichtiger Punkt noch, das Offroad-Menü, dafür mache ich das auch mal ganz kurz an. Im Offroad-Menü haben wir auch nochmal alle wichtigen Punkte angezeigt, die wir auch gerade schon im Tacho gesehen haben. Dazu könnten wir noch die transparente Motorhaube nutzen. Würde bedeuten, wenn ich jetzt das Auto bewegen würde und das Auto das vordere Umfeld sieht, würde es mir hier unten drunter quasi errechnen oder anzeigen oder darstellen, wie das Ganze unter meinem Auto aussieht. Auch eine ganz coole Sache, die es vorher so nicht gab. Gut, ich habe was gefunden, was ich nicht kenne. Das heißt, ich habe für euch schon mal einen neuen Videoinhalt, denn wir werden mal gucken, was das Ganze hier bedeutet. Wenn ihr wisst, was dieser Punkt Score bedeutet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich davon was lernen. Ansonsten ein wichtiger Punkt noch. Apple CarPlay ist nun auch endlich kabellos. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Smartphone-Integration nutzen wollen würden, dann würde das Ganze jetzt endlich kabellos funktionieren. Und wir haben, wenn wir unsere USB-Ladebuchse nehmen würden, hätten wir eine 100 Watt Ladestärke. Also das heißt auch da relativ schnelles Laden. Das könnten wir hier anschließen. Aber das ist auch analog zum Vorgänger. Ansonsten bleiben wir in der Mittelkonsole. Auch hier sehen wir, dass sich dort nicht großartig etwas verändert hat, denn das Klimadienpad ist gleich. Das Touchpad ist glücklicherweise hier im GLI geblieben und natürlich auch unsere gewohnten Haltegriffe, die wir schon aus dem ML kennen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert gerne, was auch immer ihr möchtet. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch einfach ganz gerne freundlich kommentieren. Es würde uns freuen, wenn wir was von euch hören. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders & Pechler.